Woher kommt das uneigennützige Böse? Professor Bernardi schüttelt den Kopf. Das Rätsel der Täterschaft am Bösen, noch gesteigert durch das Rätsel der möglicherweise uneigennützigen Täterschaft am Bösen, ist die größte Frage, die sich dem renommierten Professor jemals gestellt hat. Wodurch wird der Böse als Täter motiviert? Wodurch wird er motiviert in dem Ausnahmefall, wenn er selbst durch sein Handeln keinen Vorteil hat? Das ist ein Paradox. Und Professor Bernardi stellt sich diesem Paradox nicht aus rein theoretischer Spekulationslust, sondern weil er selbst unmittelbar betroffen ist. Die Vorgeschichte ist folgende. Im Jahr 1900 wird in einem österreichischen Krankenhaus eine junge Frau eingeliefert, die infolge einer illegalen Abtreibung in einem lebensbedrohlichen Zustand ist. Sie wird bald sterben, doch sie weiß es nicht. Als ein Priester ihr die Sterbesakramente spenden möchte, interveniert der Arzt Professor Bernardi, da er die euphorische Patientin nicht in ihrem Glauben weiterleben zu können irritieren und erschüttern möchte. Er möchte gerne, dass diese junge Frau, die schon vieles durchgemacht hat in ihrem ärmlichen Leben, zumindest in der Gewissheit weiterleben zu können, die letzten Minuten ihres Daseins verbringt. Der Priester geht unverrichteter Dinge und ein Sturm der Entrüstung bricht los. Es geht bis zu Denunziationen durch Kollegen beim Unterrichtsminister. Professor Bernardi wird als ein Antiklerikaler dargestellt, als ein Feind der Theologen, als ein Feind der Kirche, als ein fragwürdiger Mediziner, als ein Mensch mit einer nicht nachvollziehbaren Ethik. Schlussendlich muss er sogar wegen falschen Aussagen ins Gefängnis. Und dort stellt er sich die Frage, was ist eigentlich das uneigennützige Böse? Uneigennützig, warum? Weil jeder der Denunzianten, die seine wissenschaftliche Karriere zerstört haben, ein Motiv hatte. Ein Kollege wollte seinen ärztlichen Posten. Ein Student, dem er eine schlechte Note gegeben hat, wollte sich rächen. Ein anderer Kollege wollte seine Ehefrau. Und so hatte jeder Denunziant irgendein persönliches Motiv, das ihn zu dieser Tat des Rufmords durch Verleumdung, durch Diskreditierung angestiftet hat. Doch es gab einen unter den Denunzianten, der keinen persönlichen Vorteil hatte. Und dieses uneigennützige Böse gibt dem Opfer Professor Bernardi noch im Gefängnis schlaflose Nächte. Kann er noch einigermaßen nachvollziehen, dass das Böse in der menschlichen Natur stets nach irgendeiner niederen Gesinnung, Habgier, Rachsucht, Bereicherungswillen, sich einen Weg bahnt, gleichsam eigennützig ist, so versteht er doch nicht, wie das uneigennützige Böse in die menschliche Seele kommt. Arthur Schnitzlers Roman Professor Bernardi, der 1912 in Berlin uraufgeführt wurde, weil er in der K&K-Monarchie Österreich-Ungarn verboten, zensiert war. Dieser Roman hat tatsächlich sehr viele Facetten. Es geht um Klerikalismus und Antiklerikalismus. Es geht um Antisemitismus, da Professor Bernardi ein jüdischer Arzt ist. Es geht um die Psychologie des Menschen im Allgemeinen und es gibt auch sehr viele versteckte politische Botschaften über den damaligen inneren und innenpolitischen Zustand der Donaumonarchie. Doch was erhalten bleibt, trotz all diesen unterschiedlichen Deutungsebenen und was sich gleichsam durch alle Deutungsebenen hindurchzieht als ein nicht roter, sondern schwarzer Faden, ist die Frage, weshalb Menschen Böses tun, sogar wenn es ihnen im Einzelfall keinen persönlichen Vorteil bringt. Gehen wir dieser Frage philosophisch nach, so stellt sich das Problem des Motivs nochmals anders als aus der Sicht der Psychologie oder der Psychoanalyse. Sehen wir, dass es Menschen gibt, die eben nicht aus Neid, aus Habgier, aus Rachsucht böse handeln, sondern die scheinbar kein Motiv haben und vielleicht aus purer Gehässigkeit
einem ungeliebten Kollegen etwas anhängen und zusehen, wie der Rufmord seine Karriere und sein Leben ruiniert. Sehen wir das also aus einer philosophischen Perspektive, so stellt sich die Frage nach dem menschlichen Verhalten in einem größeren Zusammenhang. Ich möchte mich fragen, ob es überhaupt die Unterscheidung zwischen eigennützigem Bösen und uneigennützigem gibt, ob das statthaft ist und ob es irgendeine empirische Berechtigung hat. Ist es nicht vielmehr so, dass es nur eigennütziges Böses gibt? Dass auch das vermeintlich Uneigennützige auf irgendein verborgenes Motiv zurückgeht? Dass auch, wenn keine sogenannten niederen Beweggründe befriedigt werden, wenn also der Täter des Bösen keinen materiellen Vorteil hat oder keine Vergeltung übt oder keinen Neid befriedigt, dass selbst dann noch ein Eigennutz vorhanden ist? Wenn es so wäre, worin könnte dieser Eigennutz liegen? Ich verweise in dem Zusammenhang, menschliches Verhalten philosophisch gedeutet, gerne auf eine andere Fachwissenschaft, die Ethologie, die Verhaltensforschung. Die Ethologie zieht Parallelen zwischen dem menschlichen und dem tierischen Verhalten. Es ist eine Wissenschaft, die ihre Begrenzungen hat, die aber durchaus für die Fachwissenschaft der Philosophie erhellend wirken kann, da sie manche Zusammenhänge in einem neuen Licht zeigt und auch wiederum die platonische Einsicht bestätigt, dass der Mensch ein Lebewesen ist, ein Zoon Politikon, wie Aristoteles sagt, also ein soziales Tier, das natürlich unter der zivilisierten Fassade ganz urtümliche Instinkte ausagiert, die lediglich eine glanzvollere Art und Weise der Darstellung und der Versprachlichung finden. Die Sprache ist ein großes Distanzierungsmedium, doch die tatsächlichen Affekte mögen nicht anders sein als bei unseren vierbeinigen jüngeren Geschwistern im Schöpfungsfeld. Sehen wir, was Konrad Lorenz in seinem vielbeachteten Klassiker Das sogenannte Böse über zerstörerisches und aggressives Verhalten bei Tieren beschreibt, so finden wir einen Schlüssel zu Professor Bernardis Rätsel des uneigennützigen Bösen. Konrad Lorenz beschreibt in seiner ethologischen Forschung, dass natürlich alle Tiere Gewaltaffekte haben, Verteidigungsinstinkt besitzen und besitzen müssen als Überlebensnotwendigkeit, dass es aber auch Antriebshemmungen und Aggressionshemmungen gibt. Und da hat Lorenz einen interessanten Zusammenhang erkannt. Er hat festgestellt, dass die Tiere, die am stärksten sind, zugleich auch die stärksten Aggressionshemmungen haben, während die Tiere, die schwach sind, sehr schwache Aggressionshemmungen haben. Greift man ein schwaches Tier an, wird es sehr schnell aggressiv, während ein starkes Tier, das mit Zähnen und Klauen bewehrt ist, sehr wahrscheinlich größere Aggressionshemmungen hat. Übertragen wir diese ethologische Erkenntnis aus Konrad Lorenz' Forschung einmal auf die Welt der menschlichen Zivilisation, so können wir feststellen, dass diejenigen Personen, die stark sind im Sinne von kompetent, die auf mehreren Feldern des Lebens gewinnen können, in der Regel diejenigen sind, die tatsächlich am stärksten gewaltgehemmt sind. Von einem starken, kompetenten, gut integrierten Menschen werden wir, selbst wenn wir ihn angreifen, in der Regel eine sehr schwache Gegenwehr erleben, während der Schwache, der Inkompetente, der in vieler Hinsicht Unterlegene, oft auch der Hämische, der Rachsüchtige und der stärker gewaltbereit ist. Und hier sehen wir etwas, was Friedrich Nietzsche in seinem Werk zur Geschichte der menschlichen Empfindungen in Menschliches allzu Menschliches schon vorskizziert hat. Er geht davon aus, dass der starke Typus in der Natur Gutes mit Gutem und Böses mit Bösem vergelten kann, aber immer direkt geradlinig ist in seinem Handeln und in der Regel auch wenig exzessiv. Während das exzessive, fanatische, krankhafte, vollkommen unverhältnismäßige eher dem Schwachen eignet. Und hier treffen sich Nietzsche und Lorenz in ihrer Beobachtung von verschiedenen Charaktertypen, gestaffelt nach ihrer Stärke und im Hinblick auf ihr Aggressionsvermögen bzw. die Hemmung zur Aggression bezogen. Sehen wir den Zusammenhang bei Professor Bernardi,
so sehen wir, dass die Person, die vermeintlich uneigennützig handelt als Denunziant, weil sie durch die Verleumdung scheinbar keinen persönlichen Vorteil hat, eine sehr schwache, inkompetente Person ist. Eine Person, die durch den Rufmord am berühmten Professor eine Form von eigener Geltung hat. Und das leitet uns zu einer Erkenntnis in der philosophischen Praxis über. Hüte dich vor den Schwachen. Die Rache der Schwachen, die Angriffslust der Inkompetenten ist sehr viel gefährlicher als ein Schlagabtausch unter Gleichstarken. Hier lauert ein Böses, eine Heimtücke und eine Unverhältnismäßigkeit in der menschlichen Natur. Nicht die Starken sind vielleicht zu fürchten, sondern die Schwachen, insbesondere wenn es um das Böse geht, um das Abgründige und um das Schädigen am Sein, das niemals ohne Motiv ist. Und sei es das Motiv, sich einmal aus dieser selbstverhassten Schwächeposition zu erheben, indem ein Stärkerer geschädigt wird.